Im Studio begrüße ich recht herzlich Robert Habeck, Parteivorsitzender der Grünen. Willkommen, guten Morgen bei Welt. So, wir haben es gerade jetzt schon gesehen in dem Beitrag. Sommerpause ist vorbei, man formiert sich, man zurrt die Prioritäten fest und schon gibt es zumindest angekündigt Streit in der Großen Koalition. Es geht um das Thema Rente. Die Grünen äußern sich dazu wie? Dass wir haben ein Problem. Insofern hat die SPD recht. Es rächt sich, dass in dem Koalitionsvertrag immer nur auf die Gegenwart geschaut wurde und alle weitläufigen Themen, aber auch Digitalisierung, Klimawandel, nicht angegangen wurden. Die haben da einfach keine Antwort. Und unser Konzept wäre, die Bemessungsgrundlage zu verbreitern, also in eine Bürgerversicherung einzusteigen, wo dann mehr Beitragszahler mehr Beiträge liefern. Sonst wird man um Steuererhöhung oder um längere Arbeitszeit oder um eine Leistungskürzung nicht herumkommen. Aber selbst das ist ja ein Vorschlag, der höchst kontrovers diskutiert werden dürfte, wenn er dann tatsächlich auf den Tisch gebracht wird. Da werden einige nicht mitspielen. Ja, das ist so. Aber wir haben ja nun mal ein Problem. Die Menschen arbeiten kürzer und sie leben länger. Früher hat man vielleicht 30 Jahre, 40 Jahre eingezahlt und noch 10 Jahre die Rentenleistung kassiert. Heute zahlt man vielleicht 25 Jahre ein, aber kassiert 25 Jahre. Das geht ja schon rechnerisch nicht auf. Also entweder muss man die Beiträge erhöhen, das will keiner. Man muss es mit Steuern machen, Steuern erhöhen, will auch keiner. Man muss länger die Menschen arbeiten lassen. Darüber kann man differenziert, meine ich, nachdenken. Oder man muss mehr Beitragszahler in das gesetzliche Rentensystem reinholen. Und das ist, glaube ich, das gibt Debatten, aber es ist die fairste Lösung. Nun sagt die SPD, mal wieder aus der Schublade geholt, Reichensteuer. Ja, ich glaube, dass wir höhere Einkommen, hohe Einkommen, Millioneneinkommen stärker befeuern müssen. Genau, in Deutschland. Aber es ist natürlich auch so eine One-Size-Fits-All-Lösung. Also was immer man braucht. Also es ist richtig, meine ich, hohe Vermögen stärker zu besteuern, hohe Einkommen stärker zu besteuern. Aber es ist jetzt keine systemische Antwort auf die Rentenfrage. Und ich würde auch gerne wissen, welche Rente ich 2040 bekomme. Jeder will das wissen. Es ist Quatsch, was Seehofer sagt, die Menschen sind ja verunsichert. Alle wissen, dass die Rechnung kann nicht aufgehen. Da muss man jetzt kein besonders heller Kopf sein, um darauf zu kommen. Nun ist ja bei den Grünen so, die haben ja das Drei-Säulen-Modell, andere Parteien natürlich auch. Da geht es um die klassische Altersvorsorge, Betriebsrenten und dann die private Altersvorsorge. Ja. Nun gibt es aber auch in diesem Land, und da sind wir bei einem Knackpunkt, viele, viele Menschen, denen bleibt am Monatsende gar nichts, um da privat noch vorzusorgen. Das ist richtig. Deswegen, ja, aber wie löse ich das Problem? Deswegen gibt es einen vierten Ansatz, das ist eine Garantierente. Das heißt, alle, die nach einem harten Leben trotzdem nicht klarkommen, die sollen eine garantierte Rente bekommen, die deutlich über dem Sozialhilfeniveau liegt. Und zwar unabhängig davon, welche Willfährigkeiten im Leben da waren, ob die Firma von Hedgefonds aufverkauft wurde, ob man mit Kindern seine Kinder betreut hat. Also es gibt sozusagen ein Mindestmaß an Garantieversprechen, egal wie viel man eingezahlt hat. Das, glaube ich, braucht diese Zeit auch, weil wir in so turbulenten Zeiten leben. Wenn die Grünen sagen, grundsätzlich halten wir eine Rente mit 67 fest, was heißt grundsätzlich, Herr Habeck? Das heißt, dass in harten Berufen, also das heißt ja immer Dachdecker, aber es gibt sicherlich viele, viele andere Berufe, wo Menschen einfach nicht mehr können, und zwar schon mit Anfang 60 nicht mehr können, da muss es Ausnahmen geben. Also man muss sozusagen dann berufsbildmäßig abschichten. Es ist ja tatsächlich ein Unterschied, ob jemand am Schreibtisch sitzt und mit 65, 67 noch fit ist. Sehr viele Professoren beispielsweise, die übrigens meistens gar nicht einzahlen, das ist ja unser Punkt, weil sie in der Beihilfe des Staates sind. Die machen einfach weiter, auch wenn sie schon pensioniert sind. Also offensichtlich können die länger arbeiten und andere Leute sind einfach mit 55, 57 fertig. Also da muss man berufsmäßig spezifiziert drauf schauen. Ich habe eingangs des Gesprächs schon gesagt, jetzt werden nach der Sommerpause die Prioritäten nochmal festgezogen und in die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit ventiliert. Wie sieht das bei den Grünen aus? Ja, erst einmal muss man zu einem Streit der Koalition sagen, dass man solche Sachen zwar diskutieren kann, aber in einer funktionierenden Koalition diskutiert man sie intern. Also dass jetzt die SPD damit nach außen geht, ohne sich erstmal abzustimmen im Kabinett. Ich war jetzt ja 6 Jahre in der Regierung oder bin es noch ein bisschen. So kenne ich das gar nicht. Nur wenn man in der Panik ist, agiert man so. Und wir gehen aus der Sommerpause konzentriert, aber kampfeslustig raus. Ist ja so, Herr Habeck, schon länger sind ja die Grünen nicht mehr der Inbegriff eines scharfvollstrickenden Ökos, sondern man ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist das eine Aufgabe von Idealen oder hat man nur erkannt, man braucht die Mitte, um tatsächlich Politik gestalten zu können? Nein, ich glaube, dass das falsch als Widerspruch dargestellt wird. In vielen, vielen Positionen, ich habe gerade ein völlig anderes Rentensystem als Bürgerversicherung dargestellt, haben wir sehr radikale Antworten. Nur kommunizieren wir sie nicht mit Schaum vom Mund und mit erhobenem Zeigefinger und mit moralischem Überheblichkeitsgestus. Und das gilt bei Umwelt, bei Landwirtschaft, bei Klimaschutz natürlich ganz genauso. Also das reicht alles nicht, was da kommt. Wir diskutieren in Kommissionen über den Kohleausstieg und jeder weiß, er muss kommen. Das ist einfach sich verstecken und feige. Diese Feigheit wollen wir nicht an den Tag legen, aber wir wollen so reden, dass man uns als argumentativ folgen kann und nicht Menschen niederbrüllen.
Apropos Niederbrüllen, wir müssen über ein anderes Thema sprechen. Wir müssen nach diesem Wochenende über Chemnitz sprechen. Möglicherweise viele Menschen, die Gutes wollten oder Sinnvolles wollten, aber letztendlich denen, die anderes wollten, auf den Leim gegangen sind. Das habe ich jetzt nicht genau verstanden. In Chemnitz wurden Leute aus einer Demonstration heraus gejagt, rassistisch gejagt. Teile, die aus der Demonstration heraus. Da kann ich nicht erkennen, ja, aber ob da die Leute, die da hingegangen sind, was Gutes wollten, das kann ich erstmal nicht erkennen. Es ging erstmal um den Mord, den möglichen Mord, den es gegeben hat. Und aufgrund dieses tödlichen Angriffs ging es ja dann in den Demonstrationen darum, zu sagen, okay, das tolerieren wir nicht, aber benutzt wurde es von anderen. Ja, das muss man sich jetzt anschauen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, wie Sie es dargestellt haben. Demos werden ja organisiert, es gibt Aufrufe und man schaut sich in der Regel an, wer da aufruft. Und wenn das Gruppen sind, die aus der rechtsradikalen Ecke kommen und man geht dahin, dann ist das kein Trauermarsch oder ein nachdenklicher Demonstrationszug, sondern dann weiß man, wo man dahin geht. Und das muss man klar trennen, bei allem Trauer, bei aller auch Besorgnis vielleicht, aber die Grenze wird immer da überschritten, wo man dann Menschen anfängt zu jagen. Das darf in unserem Staat nicht passieren. Schauen wir nach Bayern. Landtagswahlen, Herr Habeck, in Bayern. Der CSU ist der Gegner abhandengekommen. Die SPD zumindest ist es nicht mehr. Jetzt sind es die Grünen. Haben Sie Angst? Wir haben Angst. Nein, die CSU hat Angst. Und die Angst riecht man bis zum Nordostseekanal hoch. Das heißt, Sie könnten sich unter Umständen, ich meine, die CSU ist meilenweit von der absoluten Mehrheit entfernt, auch vorstellen, politisch Teil einer Regierung zu sein in Bayern oder nicht? Da denkt jetzt niemand drüber nach, sondern es ist tatsächlich deswegen eine entscheidende Wahl, weil es vielleicht das erste Mal seit 3 Jahren, seit 2015, gelingen kann, eine Wahl auch in der politischen Meinungsbildung in der demokratischen Mitte wieder zu verankern und nicht immer nur nach rechts zu verlieren und alle gucken nach rechts. Man hat ja schon fast eine Genickstarre, weil alle immer nur zur AfD schielen. Jetzt auf einmal wird das Zeichen gesetzt, es gibt eine überzeugte liberal-demokratische Mitte und die machen wir stark. Und das hat die CSU unterschätzt. Deswegen ist der Angstschweiß auf der Stirn der CSU. Trotzdem nochmal die Frage, ja oder nein? Regierungsbeteiligung in Bayern mit einer CSU zum Beispiel. Ja, aber das ist ja so nicht zu beantworten. Mit dieser CSU, einer CSU, die versucht, AfD-Politik in einem anderen Gewand zu machen, geht es nicht. Die CSU ist überhaupt nicht unser Koalitionspartner oder Liebling oder irgendwas. Wir wissen aber seit Jamaika natürlich, dass ein Land an irgendwann regiert werden muss. Deswegen wird man sehen, wie die CSU aus dieser Wahl rauskommt. Wenn die ihre Lektion lernt, dann wird man reden, also lernt im Sinne von, wir besinnen uns wieder, wir sind zwar konservativ, aber verpflichten uns den Prinzipien dieses Staates. Dann wird man miteinander reden müssen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wenn die weiter ihre Politik des Sommers fortsetzen, dann nicht. Aber das hängt ja jetzt vom Wahlergebnis an. Das ist ja eine dynamische Situation. Wer weiß, wo die Reise hingeht, sowohl für die Grünen, aber auch für die CSU. Jetzt haben sie 38%. Der Fahrstuhl nach unten kann ja weiterfahren. Es gibt weiteres Thema, viele Sachen, die angepackt werden müssen, Herr Habeck. Über die Sommerpause oder in der Sommerpause gab es dann dieses verpflichtende soziale Jahr. Da haben sich die Grünen wie aufgestellt? Oder wie steht man bei den Grünen zu eben dieser Maßgabe, dieser Forderung? Wir müssen gesellschaftlich mehr tun, freiwillig scheint es nicht zu funktionieren, also müssen wir verpflichten. Ja, das halte ich für nicht richtig. Ich habe zwar selber Zivildienst gemacht, das hätte ich nicht getan, wenn das nicht verpflichtend gewesen wäre. Und ich habe ungemein davon profitiert, weil ich dieses Jahr hatte und Erlebnisse oder Erfahrungen gemacht habe mit Menschen mit schweren Behinderungen. Da hätte ich mich nie freiwillig reinbegeben. Es hat mir ungemein geholfen. Trotzdem glaube ich, dass die Aufgabe darin besteht, diese Liberalität weiterzuhaben. Ich fände es schon hilfreich, wenn die Menschen einen Anspruch hätten, so ein Jahr zu machen. Ich war oder bin ja noch in Schleswig-Holstein Minister für das freiwillige ökologische Jahr. Und wir nehmen nur jeden Zehnten, weil so viele Plätze gar nicht da sind. Würde man das einfach umdrehen und die Menschen dürften sagen, wenn wir freiwillig arbeiten wollen, dann wollen wir auch genommen werden. Dann hätte man, glaube ich, 2 Fliegen mit einer Klappe. Man hätte unendlich viele mehr Menschen mit drin. Aber man hätte nicht diesen, der Staat kommt nicht klar, jetzt verpflichten wir Leute, gehst du da drin. Das ist ja nicht ganz sympathisch. Robert Habeck, danke für das Gespräch. Dankeschön.